Hallo Scott. Wenn ich mal Bürokrat spielen darf bezüglich meinem Leben und meinem Empfinden, mal angenommen, ich bin etwas ehrlich, dann könnte ich sagen, und ich sag's auch zu 6,3%, erlebe ich mich am Tag als jemand mit einer Geschichte, der in einer Geschichte lebt und geschichtliche Beziehung hat zur Geschichte. Das ist im Tagesbewusstsein 6,3% nur. Und 0,7%, sag ich mal, da bin ich dann nicht jeden Tag, es könnte schwanken, davon überzeugt, dass ich keiner bin. Wobei, das fällt ja eigentlich unter dieselbe Kategorie, weil jemand, der niemand ist, der ist auch schon wer, weißt? Und dann die 93%, die am Tag übrig sind, da habe ich überhaupt keine Ahnung und es kümmert mich auch nicht und bin ich überhaupt gar nicht damit beschäftigt, ob ich wer bin, ob es mich gibt, ob es mich nicht gibt, ob ich niemand bin. Das interessiert mich dann überhaupt nicht. Weißt, da habe ich gar keine Aufmerksamkeit dafür. Na, ich muss mir mal vorstellen, 73%, na, 93 waren es, ich habe mich schon wieder fast verrechnet. Ich hätte mir schon wieder mehr zugetraut, als was ich mir zutrauen könnte. Und dann in der Nacht, da ist ja nochmal ganz anders, da ist ja da der Traum und da sagen wir 0,52%, 0,52%. Im Traum, im Schlaf, träume ich dann, dass ich wer bin und den Rest der Nacht, also 99,47%, da ist es voll weggeklappt, da gibt es gar keine Identität und niemand und nichts, da ist irgendwas ganz anderes da, weißt du, und das jede Nacht und dann tagsüber wieder. 6,3 bis 7,2% habe ich wieder den Eindruck, gibt es mir wieder, habe ich wieder das Gefühl, dass es mich gibt. Und dann die 93 bis 92,3%, da weiß ich gar nicht, wer ich bin, da muss ich es auch gar nicht wissen, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Das wäre jetzt eine bürokratische Rechnung für mein Leben, weißt, wo ich da aber zum größten Teil gar kein mein Leben habe, sondern da bin ich einfach das, was gerade ist und da gibt es keinen Abgesonderten mehr. Da gibt es keinen, der verschieden ist vom Leben, sondern nur in diesen wenigen Momenten, da wenn die Aufmerksamkeit drauf fällt, dann ist da einfach eine dramatische Geschichte oder mehr oder weniger fröhliche oder lustige oder sagen wir mal, in der Ich-Haft, im Gefängnis seiner selbst befindet sich dann ein Ich, das voller Sehnsucht brennt und eigentlich in die Ichlosigkeit will, weil irgendwas stimmt da nicht, das fühlt sich so eng und klein an. Da will er dann immer, will immer raus, da ist immer die Sehnsucht brennt. Natürlich gibt es auch in dieser kleinen Spanne, gibt es natürlich auch erfüllte Momente, weil du weißt ja, mit der Freude kommt das Leid und wenn du die Freude kennst und dann ein bisschen Freude hast, dann hast du gleich oft danach, weil es so schön war, wieder auch ein bisschen Leid und dann denkst du, Scheiße, warum geht es immer nur so auf und ab, so hin und her, bis du wieder halt da, bis wieder die, na, sagen wir 93 bis 97 bis 91% da sind, wo du gar und keine Ahnung hast, dass du bist oder nicht bist, wo es dich gar nicht um irgendwas gibt, sondern da ist einfach nur das, was halt
eh ist und es braucht dann auch keiner mehr zu definieren. Nein, das muss ja nicht definiert werden. Aber das Seltsame ist ja, dass da dieser Mechanismus ist von einer Aufmerksamkeit, die man hin und her schwanken tut. Da schwankt ja die breite Aufmerksamkeit mal voll drauf auf die Ich-Haft und dann wieder völlig in der Welle des Lebens im unendlichen Ozean der Ereignisse schwapp, schwipp, schwupp und dann stille nichts, was auch immer und wieder fühle Klang und Resonanz und so weiter so. Ja, und dann, wenn du wieder glaubst, du bist wer, dann brauchst du wieder eine Strategie, dass dir wieder besser geht. Wieder ein bisschen besser, ja. Musst wieder was machen, dass dir besser geht. Ja, soll es dir wieder besser gehen. Ja, und dann sagst du, mei, das deppert. Oh, das war aber wieder schön. Mei, sind die blöd. Ich erkenne ja in denen meine Blödheit, aber ich weiß ja gar nicht, warum dass das ja meine Blödheit ist, die ich in denen da erkenne, von denen ich das Gefühl habe, dass ich das nicht bin. Aber zum Glück sind es ja nur 6,321% in den Momenten, in denen das da passieren könnte, wo du dich weißt schon, gell? Nein. Ja.